Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Siberia. Nicht wundern, wir haben jetzt einen Mauszeiger mit im Spiel. Alter, dieses Spiel, ne? Mittlerweile bin ich ganz schön genervt. Es läuft flüssiger, dafür habe ich einen Mauszeiger im Spiel. Ich habe keine Ahnung. Frag mich nicht. OBS kann den auch nicht ausblenden. Naja, sei es drum. So, dann gucken wir mal. Wir sollten ja, glaube ich, mit den Leuten jetzt hier nochmal reden, ne? Mal schauen, ob die uns was zu sagen haben. Ansonsten müssen wir vielleicht nochmal mit den komischen Leuten da, diese Professoren, diese drei da, von dem Rat der Weisen oder whatever. Du wirst mir bestimmt nicht weiterhelfen können, oder? Guten Tag. Hallo, Süße. Wie läuft's? Ja. Mann, sind das auch... Wie war das? Ja, komm. Oh, hab ich ihn irgendwo nicht zu... Vergiss es. Der ist echt drauf. Okay, wo müssen wir hin? Oh, ich hoffe, ich kann jetzt hier überhaupt noch was erkennen. Ich spiele das Spiel jetzt mittlerweile selber im Fenstermodus. Und es ist sehr klein. Gott, ich freue mich schon. Ich hoffe, bei Siberia 2 läuft es dann anders. Bei Siberia 3 wird es auf jeden Fall anders laufen. Na gut. Nicht aufregen. Wusa. So, warte mal. Da oben hat noch... Na, der hat nur gepennt. Gucken wir in der Bücherei. Vielleicht kann uns da ja noch einer weiterhelfen. Ansonsten warten wir ja noch, bis die Lesung des Professors anfängt. Die haben ja sonst immer nur gesagt, pscht, 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 ne? Mal gucken. Den können wir nicht mal mehr reden. Ja, doch mit ihm. Ey. Entschuldigen Sie bitte. Darf ich Sie mal kurz stören? Nein. Sie könnten ruhig ein bisschen freundlicher sein. Und Sie, Sie können bitte mal still sein. Wir befinden uns immerhin an einem Ort, an dem Ruhe herrschen sollte. Boah, wir müssen hier irgendwas machen, damit hier laut... Der Haken, wofür ist der Haken? Hier. Warte mal, ist das schon das Pulver? Nee, das war Pulver, um besser zu sehen, ne? Okay, mit dem kann man irgendwas noch machen. Hier, Haken. Ich hänge nicht auf. Geht nicht. Dann müssen wir mit den drei in dem Rat da nochmal reden. Ansonsten mit dem Professor. Der Professor hat gesagt, wir sollen da mit dem... Ah, warte mal. Er ist neu da oben. Warum bist du da? Guten Tag. Psst, reden Sie doch leiser. Entschuldigen Sie, aber ich dachte mir, Sie könnten mir vielleicht weiterhelfen. Sehen Sie denn nicht, dass ich beschäftigt bin? Was studieren Sie denn? Das geht Sie nichts an. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich mich jetzt gerne konzentrieren. Oh. Gleich beginnt die Vorlesung von Professor Pons. Ja, Professor Pons, sagen Sie? Würden Sie mich jetzt bitte in Ruhe lassen? Okay. Ich versuche mal, wenn die reden, immer hier aus dem... Ihr seht das, wenn ich jetzt... Jetzt bin ich aus dem Bildschirm draußen. Professor Pons, hier, Haken. Nee, hier, kannst du besser sehen. Nee. Können wir Guten mal? Tag. Psst, reden Sie doch leiser. Entschuldigen Sie, aber ich dachte mir, Sie könnten mir vielleicht... Sehen Sie denn nicht... Was studiert... Okay. Das geht's nicht. Professor, würden Sie mich... Warum macht denn der da so ein Geheimnis draus, was der studiert, ey? Arschloch. Was ist das? Ach, da geht's nur wieder zurück. Okay. Gut, dann reden wir nochmal mit dem Professor Pons. Wie gesagt, der eine sagt, wir sollen mit dem reden, der andere sagt, wir sollen wieder mit ihm reden. Irgendjemand wird mal reden. Obwohl, warte mal, wir können nochmal da mit den drei Weisen quatschen. Hey Leute. Da ist ja der eine dabei, der so mega unhöflich ist. Oder so. Ich weiß nicht, einfach nur eklig. Hi. Meine Herren, ich bitte Sie, diese erneute Störung zu entschuldigen, aber ich habe ein kleines Problem. Ein kleines Problem? Ein kleines Problem? Kleine Probleme haben wir alle. Die behält man für sich und das Leben geht trotzdem weiter. Und auch die Züge fahren weiter. Ja, ihr mit euren Zügen. Singvogel, Hans...
Das kennen wir alles schon. Hatten wir, glaube ich, alle schon mal gefragt, ne? Der Volierenbahnhof ist wirklich ein höchst interessantes Konzept. Er ist in der Tat der Stolz unserer Universität. Eine der Spezialitäten, die hier gelehrt wird, ist die Zoologie, verstehen Sie? Die Ornithologie, um genau zu sein. Und ein fundiertes Wissen erwirbt sich nicht nur in Büchern. Die Beobachtung der Natur ist untrennbar mit der theoretischen Lehre verbunden. Wir haben hier übrigens ein paar sehr seltene Exemplare, die leidenschaftliche Forscher von ihren Erkundungsreisen in exotische Regionen speziell für die Universität nach Barockstadt brachten. Erinnern Sie sich an Alexandre Valembois und seinen merkwürdigen Vogel? Oh ja, natürlich. Ein Geschenk, das sich mit der Zeit als problematisch herausstellt. Ja, das kennen wir ja. Schon. Wir reden schon. Wir sind. Ich danke. Komm, weg hier. Dann gehen wir nochmal zu Professor Pons. Komm, Kate. Benutzt die Tür. Bloß weg hier. Tja, wie triggern wir denn jetzt irgendwie irgendwas? Wir haben oben noch den Studenten am Hörsaal, der am Pennen ist. So, wehe, Pons, du erzählst mir jetzt nichts Neues. Warte mal, da können wir nochmal versuchen, ob jetzt auf ist. Das bringt nichts. Es ist verriegelt. Okay. So viel dazu. Ponsi! Ich meine, wir haben jetzt auch nichts Neues, was wir Ihnen zeigen können, ne? Wir haben Ihnen die Puppe gezeigt. Die studiert er ja eifrig. Ne, Ponsi? Was möchten Sie denn wissen, liebes Kind? Tja, ich brauche hier Hilfe, Mission. Sie sagten vorhin etwas von einer Vorlesung über ein altes sibirisches Volk. Die, Uchs? Die Entschuldigen, Ihre und ich muss jetzt... Haben wir hier noch was? Habe ich da was übersehen? Ach, guck mal hier. Ach, eine Zange. Okay, die habe ich übersehen. Eine Zange? Wofür brauche ich denn jetzt eine Zange? Hä? Reagenzglaszange. Hatten wir hier irgendwie ein Reagenzglas? Der war jetzt irgendwie... Warte mal, in dem Regal vielleicht noch? Nee. Hä? Nochmal zurück. Nicht, dass ich da jetzt irgendwie ein Reagenzglas übersehen habe. Vielleicht hat es auch gar nichts damit zu tun. Ja, hier sind halt Reagenzgläser, aber da können wir nicht viel mitmachen. Nochmal raus. Wir könnten oben jetzt nochmal gucken. Oder wir können dann noch mit dem, ja, mit der Zange, was sollen wir denn mit der Zange machen? Hä, nach oben kommen wir gar nicht mehr. Warum? Nach oben geht's nicht mehr. Warte mal, geh mal dahin. Ich glaube, wir mussten erst in diesen Screen und von denen in denen dann, ne? Ja, so wird ein Schuh draus. Mit dir ist auch nichts, ne? Mammut. Nee. Na, hoch da, Kate. Wir haben halt so ein Seepuder. Hier, der hier. Mit dem können wir auch gar nichts machen. Waren wir da unten schon mal? Ja, ne? Tja, hier ist ja nichts. Da verschwindet er wieder. Ich stehe echt auf dem Schlauch gerade. Und da war noch eine Tür, ne? Die war aber zu. Das bringt nichts. Es ist verriegelt. Oh Gott, ich habe immer noch Husten.
Entschuldigung. Können wir denn hier mit der Zange da... Das bringt nichts. Es ist verriegelt. Tja. Was machen wir mit der Zange? Was soll ich denn damit? Irgendjemand was... Mopsen? Nee, ne? Hatten wir irgendwo was Heißes? Warum gehe ich hier runter? Keine Ahnung. Was man mit der Zange hätte anfassen müssen oder so? Nee, ne? Warum juckt mein Hals? Immer wenn ich aufnehme, mittlerweile fängt mein Hals an zu jucken. Ich verstehe es nicht. Ich habe heute den ganzen Tag geredet und Vorträge gehalten und kaum bin ich zu Hause, fängt mein Hals an zu jucken. Oder hier in der Luft liegt irgendwas, was mir nicht so gut bekommt. Warte mal, da war auch noch eine Tür. Ach nee, die war ja... Ja, komm. Die ging in die Bibliothek. Wir haben kein Geld. Für die Leute da am Wasser. Tja. Mann, Leute! Was ist das? Du! Komm her! Mit dem können wir... Doch. Nee. Geh hier hoch, Kate. Geh hoch da. Den nerven wir jetzt nochmal. Der mit seinem fliegenden Adler da irgendwie reparieren. Keine Ahnung, Mann. Komm hier, rede nochmal mit dem da. Hallo, entschuldigen Sie bitte, aber ich bräuchte noch einmal Ihre Hilfe. Sehen Sie denn nicht, dass ich zu tun habe? Nein. Das habe ich aber. Viel zu tun. Aber nun gut. Ich denke, ich kann Ihnen kurz zuhören. Ja, mach das mal. Komm hier, Mission. Ich war gerade bei den Rektoren. Sie haben mir gesagt, der Zug müsse umgehend den Bahnhof verlassen. Das habe ich mir gedacht. Die Vorschriften sind eindeutig und auch Sie müssen sie beachten. Es ist nie gut, Ärger mit der Universitätsverwaltung zu bekommen. Oh ja, davon habe ich auch so schon genug. Aber was soll ich tun? Nun ja, Ihren Zug wegfahren. Aber ich habe Ihnen doch gesagt, dass er neu aufgezogen werden muss. Sie scheinen alle zu glauben, das ist meine Schuld. Der Motor... Ja, das kennen wir auch schon. Ich werde Sie nicht länger... Willkommen in Barockstadt, mein Fräulein. Ja, am Arsch. Kann der Oscar uns denn vielleicht noch irgendwie helfen? Nee, war. Bestimmt auch nicht. Da geht's rein. Kate, ab zurück. Und übrigens, es lief doch langsamer in den letzten Folgen. Das ist mir doch richtig aufgefallen. Keine Ahnung, woran es lag. So, Oscar, mach dich mal nützlich, bitte. Alles in Ordnung, Oscar? Ja, Kate Walker, ich warte auf Ihre Anweisungen. Ja, hier, Vogel. Sie sollten sich diesen Bahnhof einmal ansehen. Ich muss es... Natürlich, ich muss schnell... Ja. Hört doch nicht immer auf zu reden, dann. Alles in Ordnung, Oscar? Ja. Ich muss schnell... Ja. Hä? Und jetzt kann ich nicht mehr mit ihm reden. Alter, Oscar. Du bist so nutzlos. Tja. Können wir... Ich meine, wir haben ja ein paar Sachen im Inventar. Dann probieren wir mit den Vögeln hier mal ein bisschen was aus. Guck mal hier, Zange. Nee, guck mal hier, Haken. Nee. Guck mal hier, Pilze. Nee. Ich bin heute auch irgendwie nicht so wirklich geduldig. Mit der Zange. Was machen wir mit der Zange jetzt? Was machen wir mit den Pilzen? Was mache ich hier denn überhaupt? Rauskommen wir ja auch nicht, ne? Komm, lass einfach gehen, Kate. Scheiß drauf. Wir kündigen. Wohl nicht lang. Ach Mann. Und so ein Stress nur wegen Hans, ne? Ja, Hans. Da hast du uns was eingebrockt. Was übersehe ich denn?
Mann, das ist bestimmt wieder irgendwas total Offensichtliches. Wir gehen nochmal da an den Strand, an diese Wasserstelle. Vielleicht liegt da noch irgendwas rum. Und danach quatschen wir vielleicht nochmal mit den Leuten am Boot. Ob die uns... ich glaube, die haben uns aber nicht viel zu sagen. So, haben wir denn hier noch irgendwas? Nee. Das gibt's doch nicht. Okay. Plan B, auf zum Boot. Mann! Das ist mega nervig. Gerade so eine doppelte Nervung hier. Einmal, weil ich nicht weiterkomme. Dreifach sogar. Einmal, weil ich nicht weiterkomme. Einmal, weil das Spiel immer macht, was es will und nicht startet. Und dann noch der Husten dazu. Dafür habe ich eigentlich noch recht gute Laune. Kommt, Leute. Helft mir weiter da unten. Macht euch nützlich. Vielleicht können wir ihnen ja die Zange anbieten. Damit sie uns irgendwas geben. Ah, sorry, ich mute mich immer. Ich glaube, gerade eben hatte ich es einmal vergessen gehabt. Guck mal hier, Leute, Zange. Nee, guck mal hier, Haken. Nee, guck mal hier, Pilze. Auch nicht. Mann, Alter. Warte mal, wir können ja mal versuchen, was mir gerade einfällt, in der Kanzlei anzurufen. Und wieder husten. Ansehen, Fax. War das hier? Das war die Kanzlei, ne? 1, 2. Oh Gott, diese Nummer. Die hatte ich doch irgendwo mal aufgeschrieben. Jetzt frag mich aber nicht wo. Ja, da fällt mir auch noch was runter. Och Mann, was ist denn los hier? 1, 2, 4, 5, 8, 9, 0, 2. Mann. Ich glaube, ich mache heute nur eine Folge und das war's dann. Das ist mir hier gerade alle zu blöde. Telefon. Tja. Wie, du gehst jetzt nicht. 1, 2... 4, 5. Ach Mann. 4, 5, 8, 9, 0, 2. Das ist bestimmt wegen dieser Klimaanlage in da wo ich bin gerade, in der Schule. Die Anwaltskanzlei Marston & Lawmond ist geschlossen. Bitte rufen Sie zu den Bürozeiten Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr. Wow, das hilft. Vor allen Dingen, ich will denen gar nicht helfen. Wir müssen ja anscheinend auch diese Schleuse aktivieren, damit die da durchkommen. Ich will das gar nicht machen. Weil dann helfe ich denen ja und die sind so eklig. Warte mal, jetzt habe ich aber vergessen, mit denen zu reden. Siehst du, ich will schon gar nicht mit denen reden, deswegen renne ich lieber weg. So, Heo! Chef! Schrei doch nicht so! Heo! Grüß Gott, schönes Fräulein. Mein Mann sagen. Guten. Ja, ich muss jetzt gehen. Ich werde Sie nicht weiter belästigen. Los wieder ein. Was? Okay, so viel zum Reden. Kate. Bring me a dream. Was soll ich denn machen? Da drüben können wir nochmal gucken, aber gab's da was? War ich da überhaupt schon mal? Es tut mir voll leid. Nee. Also hier war ich schon mal, aber hier gibt's auch nichts.
Boah, die Folge war ja voll für den Arsch.